Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich möchte heute Morgen mit euch hier eine kleine Runde drehen durch unsere Bauernschaften, Feldwege, Wirtschaftswege. Ja, hier in meiner Heimatregion im Kreis Warendorf, Münsterland halt. Viel plattes Land, aber man darf sich nicht vertun. Es sind auch ein paar ordentliche Steigungen dabei. Und die werde ich heute mit dem Rennrad hier absolvieren. Ich bin jetzt nicht der super Rennradfahrer, aber so ein 22er Schnitt mache ich gemütlich damit. Und da werde ich euch hier heute ein paar Strecken zeigen, die ich gestern selber erst entdeckt habe. Und unheimlich schön fand, auch so von der Aussicht vom Land her, mit den einzelnen Gewächsen, die schon blühen. Ja, so wie es Anfang April halt ist. Wir haben jetzt gerade 11 Grad. Ich habe die Windjacke schon ausgezogen, jetzt bei meinem ersten Stopp hier nach 5 Kilometern. Und hoffe, euch gefällt auch diese Tour. Sie wird wahrscheinlich nicht während des Fahrens gefilmt, sondern immer mal wieder, wenn ich anhalte, weil auf dem Rennrad mit Kamera und so ist eher schwierig aufgrund der Sitzposition. Also, wie immer, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Hier ist schon das erste Schöne an Blüten zu sehen. Und natürlich, wie es auf dem Land so ist, eine Milchtankstelle, wo man sich hier Frischmilch holen kann. Und Eier, Kartoffeln natürlich auch. Ja, so ein bisschen mit dem Film geht es jetzt hier gerade. Aber ihr könnt dort, glaube ich, gut erkennen, wie es jetzt runtergehen wird. Und da kann ich definitiv nicht weiter filmen. Da habe ich nämlich locker über 40 Sachen drauf. Und das wäre leichtsinnig mit einer Hand. Also bis gleich. Und kommt hier auch immer wieder an so diversen Höfen vorbei. So hier mitten in unserer Pampa. Mal schöner, mal einfach nur wirtschaftlich genutzt. Super Fahrzeuge. Ja, so als Bulli-Fan kommt man an solchen Sachen nicht vorbei. Der stand gestern übrigens nicht hier. Ich denke mal, das wird euch auch gefallen. So ein Video mal. Jetzt mit diesen Corona-Zeiten besteht halt nicht die Möglichkeit, groß zu reisen, selbst innerhalb Deutschlands. Daher nutze ich das hier und mache solche Tagestouren. Heute mit dem Rennrad, morgen wollte ich mit dem Mountainbike im Wald. Und ob ich da filme, weiß ich allerdings nicht. Aber beim Mountainbike fahren ist nochmal eine andere Nummer. Aber schauen wir mal, jetzt ist erstmal hier und heute und das genieße ich mit der kurzen Hose, kurzes Oberteil. Ich zeichne das Ganze auf, so mit der Polar hier und ja, ich genieße es. Und nach jeder Kuppe wieder eine herrliche Aussicht. Und hier sieht man auch, dass es so ein bisschen hügelig ist. Zwar keine Berge, aber schon ein bisschen fordernd manchmal. Kurz Luft holen. Da hinten diese riesen Solaranlagen. Dort reitet jemand durchs Feld. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, geht ruhig raus. Es tut echt gut. Und man kommt auf andere Gedanken. Und hier war ich gestern ja, am begeistertsten, ach, wie auch immer, ich war begeistert. Ihr wisst ja, ich schneide meine Pannen nicht raus, die sind, wie sie sind. Auf jeden Fall gefiel mir das hier unheimlich gut gestern. Ich glaube, ihr könnt verstehen, warum. Wenn man hier mal so rumschaut. Ich denke mal, die Vögel werdet ihr auch hören. Fasane.
und das satte Gelb der Wiesen. Ich find's klasse. Und in die Richtung sehe ich im Grunde mein Zuhause am Horizont. Dahinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, das kennt ihr, ne? Einem fällt nur Blödsinn ein, wenn man so unterwegs ist. Aber das ist dann so. Ja, hier gibt es jetzt getigerte Bänke. Und nochmal als Hinweis, wo ich bin, in der Schweiz, in der Stromberger Schweiz. Und jetzt geht's weiter Richtung Biogasanlage. Und wieder zwei Reiter, ja. Ist schon schön hier. Jetzt bin ich nach den ersten 15 Kilometern in Stromberg angekommen. Oben an der Burgbühne. Da war ich ja schon mal, habe ich auch ein Video zu gemacht. Deswegen zeige ich da jetzt nicht ganz so viel. Könnt ihr ja sonst mal schauen bei den alten Videos. Hier einmal kurz der Innenhof mit der Burgbühne. Und wenn ich dann hier oben angekommen bin, genieße ich eigentlich immer diese Aussicht. Normalerweise hinten in diesem Diesigen sieht man das ganze Sauerland, den Haarstrang Richtung Paderborner Land da hinten. Ist also alles immer gut zu erkennen. Normalerweise ist jetzt erst 9 Uhr. Da ist noch ein bisschen diesig. Aber es lohnt sich immer. Das ist so, wenn ich mal eben eine schnelle Runde mache, fahre ich hier hin, fahre wieder zurück, weil es da, ich glaube, 5 Steigungen hat. Immer so wellenförmig hoch und runter. Das ist ganz schön, um nicht so ganz außer Übung zu kommen. Ein bisschen fit zu bleiben. Jetzt geht es erstmal daran, diese 2 Kilo Winterspeck zu verlieren. Besser 3. Aber das wird schon gehen, wenn jetzt die Saison erstmal wieder ein bisschen da ist. Ja, mal eine etwas andere Einstellung, aber ich habe ganz vergessen, ein Ende zu filmen. Der Rest waren jetzt 10 Kilometer mehr oder weniger an der Straße mit Radweg. Da gab es nicht mehr viel zu sehen. Daher war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Markus, und bleibt gesund.